Und hiermit herzlich willkommen bei Anna's Quest. Ein kleines Überraschungsadventure, ist nicht so bekannt, ist aber auch von Daedalic. Ja, wie Deponia oder Harvest Neue Augen, das wir auch noch spielen werden. So, zum Spiel selbst, ich möchte eigentlich gar nichts groß über das Spiel sagen, es gibt nur ein kleines Ding, das euch am Spiel vielleicht nicht so gefällt. Und zwar hat es nur deutsche Untertitel. Das heißt, der Text und alles ist in Englisch gesprochen. Ja, tut mir leid, gibt's halt nur in der Version. Ich habe es schon angetestet, aber wir spielen neu hier, Hauptmenü. Zack. Spielfortsatz. Hier sieht man schon, das ist Anna, das ist hier Teddy. Das weiß ich nicht. Ja, gut. Neues Spiel. Neues Spiel starten. Ja. Okay, sehen wir hier schon schön die Bilder reden. Ja, Kapitel das mal. Ein kleines Experiment. Und die anderen können wir nicht anklicken. Ja, da hat die Omi noch nicht die Bilder aufgehängt. Das heißt, können wir noch nicht benutzen. Dann fangen wir hier an. So. Gut, fangen wir hier an. Ein kleines Experiment. Anna! Anna! There you are. Anna, it's already growing dark. You know how I feel about you being out at night. Grandpa, I'm fine. I was just finishing the chores around the farm. Oh, my dear. You needn't do so much. Come inside. Rest. Ja, komm, Kleines. It's fine, Grandpa. I like helping out around the house. I'm not so little anymore, you know? Yes. Quite right. Quite right. And I was thinking, well, maybe next week, instead of you, I can go sell our crops in the village? No. No. That is for me, and me alone. I'm sorry, my dear. It's just... the things that are out there. Promise me, you won't ever venture out into those woods. I promise. Nein. Good. Good. And when I do go, you must always remember, however near or far we may be. In our hearts, we carry our family. Oh, so süß. This is a tale that began in a number of places, as many often do. It began once with two sisters in a faraway school where children were cruel and misunderstood all the same. Today, however, it begins in a deep, dark wood where a very special girl indeed was about to begin a long and perilous journey. Daedalic Entertainment präsentiert Anna's Quest, a game by Dane Krams. Ja, Fichtelmann hier, Niklas Andrew ist natürlich auch richtig gewesen. Once upon a time, there was a girl named Anna, who lived with her grandfather in a deep, dark wood. He told her of all the evils that lurked outside the safety of their humble farm, and warned her never to venture far. One night, however, the grandfather grew suddenly ill, yet he insisted Anna promise not to enter those woods. Her love for him was so strong that she could not, and at once set out on her ill-fated quest for a cure. The brave girl traveled cautiously into those woods, wary of all the stories her grandfather had told her. Careful as she was, however, a wicked old witch, filled with the most evil of intent, followed her from dark and foggy shadow. The old woman snatched the girl away, and in the darkest corner of those cursed woods, she locked her in a great tower. The witch, you see, had plans for the girl, but the girl had an unwavering determination to save her beloved grandpa. Thank you.
kleines Experiment. Oh, Grandpa. What have I gotten myself into? If only I'd have listened to you, then... No, I can't think like that. Grandpa needs me. I have to find a way to help him. That's it. I don't know how I'll do it, but no matter what, I have to find an escape. Anna. Ah! Did you say something before? Who were you talking to? Just talking to myself, I guess. Well, stop it. It's weird. And come closer. I've told you 1,000 times I can't hear you properly over there. Möchtest du das Tutorial spielen? Ja. Willkommen im Tutorial. Das Tutorial wird dir Schritt für Schritt die Steuerung des Spiels beibringen. Benutze die Spültafel-Schaltfläche am oberen rechten Bildschirmrand, um die Tutorial-Nachrichten nochmal anzuzeigen. Selbstverständlich. Anna wurde gebeten, näher zu kommen. Durch Klicken auf irgendeinen Punkt auf dem Boden kannst du Anna bewegen. Versuch's mal. Bewege Anna näher an die Tür heran. Okay. Hier, so, da... Sicher? So, Anna, how are you this evening? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Ist das eine Fun-Frage? Denn ich möchte gerne nach Hause. Aber hungrig bin ich ja immer. Also ich bin tired? Hungry? That's nice. Now listen carefully. The time has finally come for your experiment. Exercise. Yes, exercise. Exercise? Was? See your nice red chair over there? I need you to go on and sit in it. Ich will aber nicht. What exactly is this exercise? Just do as I say. that is to say, come along, dear. Nothing to be afraid of. Be a good girl and sit in the chair now, So, Anna soll sich auf einen Stuhl setzen. Um das zu bewerkstelligen... um das zu bewerkstelligen, klicke ihn an und interagiere so mit dem Stuhl. Einverstanden. Also, ich muss den Stuhl anklicken. Den hier. Ne? Und mit dem interagieren. I don't really know what it is or what it does. I think that's a pretty good reason not to touch it. Hä? Das ist der Grund, es erst recht zu berühren. So, Ball. Ja, Boxenmann, Ball. No, not yet. Ach, willst du denn nicht? A rubber ball. Hours of fun. Monitor. That thing just keeps going and going. I have no idea what it means, but it's very hypnotic. Oh, lass dich nicht hypnotisieren, Maschine. What is that thing? Jeez, the witch has some weird machines. Oh ja. Also ich glaube, wir sind jetzt bei der Hexe, wo sie eigentlich nicht hätte hin sollen, aber trotzdem hingegangen ist, weil wer hört schon auf seine Eltern, ne? Und die hat uns jetzt hier eingesperrt. Mit diesem geilen Stofftier an. Elefant, Krotze, Teddybär. Puppe. Ich liebe Puppen. Alter, kann ich die verbrennen oder so? Und dem geilen Einhorn. Oh, hier haben wir noch ein Häschen und einen zweiten Teddy. So, Fenster. That's the witch's house out there on the hill. She must have built this tower just for these exercises. Ja. So, Vorhänge. So soft and smooth. I'm not sure what they're made of, but they feel so nice.
Wahrscheinlich aus Stoff. Stofftiere. All these stuffed animals are so adorable. I'm sure the old witch hates them for that very reason. Ach was, wieso sollte man was hassen, weil es süß ist? He is very cute, but I think I'll leave him where he is. Alter, knuddel den scheiß Elefanten. He is very cute, but I think I'll leave him where he is. Alter, knuddel den Elefanten. Huch, Buch. Waffe? Ah, das Tutorial. Kiste. The witch tells me she'll unlock it when I complete her exercises. I don't really care about toys, though. I just want to see Grandpa again. Das verstehe ich. No, not yet. Gut, dann die Tür. The witch keeps it locked. Always. Alter, was für eine Hexe. No, not yet. Lautsprecher. That's how the old witch talks to me from her house. I think it's also how she hears me, too. Ich dachte, vielleicht könnten wir so direkt aufs Haus gucken, aber... Ja. Sprechen wir mit der Hexe. Be a good girl and sit in the chair now, I better just do as she says. Man soll nicht immer tun, was einem andere vorschreiben. Kamera. I can never tell when the witch is or isn't spying on me. So, so creepy. Was passiert eigentlich, wenn man so ein Stofftier nehmen würde und da... Entschuldige. Und da ich ja auf die Kamera kleben würde, dann kannst du ja nicht mehr gucken. No. Even if I wanted to try and move it, it's much too high for me. Der Witz ist zu hoch für mich. Bett. I could be wrong, but I have a feeling the witch made that mattress out of wood. Every morning I wake up with splinters. Alter, wie fies. Es schaut richtig knuffig aus, aber ja. It's not bedtime, it's escaping time. Ja, ist ja gut. Warte mal. Das wird eigentlich ein sauwitziges Kleidchen dann hier. Geile Schülein. Mir gefällt der Zeichenstil hier. Es ist jetzt nicht Poki, aber ja. Kissen. What a sad looking thing. All flat and lumpy. I barely get any sleep on it. Ja. No, not yet. Ah, Bett. I could be wrong. But I have a feeling the witch made that mattress every... Das kann man. Oh, das ist dasselbe. Deshalb kann was. Gut, da können wir hier einen Buntstift nehmen und die Kamera vollschmieren. I have to say, these are pretty fun. The witch did all right with these. Ja, Holz kann sie machen, wa? Not now. Die Schere? Können wir jetzt diese scheiß Puppe aufschneiden? Grandpa would never let me have something this sharp. I guess the witch doesn't have much care for children and safety. Wahrscheinlich nicht, wenn sie dich hier einsperrt. Not now. Suppe mit... Oh, Alter, was ist denn das für ein Grütz? Just looking at it reminds me of the gunk the witch fed me. Blech. Cooking is obviously not one of the witch's specialties. Ja, probier doch mal ein bisschen. No, not yet. Die hat echt auf gar nichts Bock, ne? Ja, 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 ja. Kopf bitte. Alter. Was? Was? Egal. Einhorn. That's a very, very shiny horn you have there, Mr. Unicorn. And, a little sharp and pointy, too. I suppose I could cut off his horn if I wanted to. Damit Schere abschneiden und dann in die Tür rammen. Nope, that thing stuck fast. Mindestens hat sie es jetzt mal versucht, ja. So, hoppla. That thing was there before I even got here. It really, really freaks me out. Mir fällt jetzt gerade auf, dass sie dieselben Schuhe, dasselbe Kleidchen und einen leicht ähnlichen Haarschnitt hat. Gut, sie hat zwar nicht so einen Pony, ne? Aber hier, ja. That thing was there before. It really. Ja, haben wir gehört. That thing scared. I don't want to start a. Entschuldige. No way. I'm not even touching that thing. That thing scares me enough as it is. I don't want to start imagining it talking and coming to life. Will ich auch nicht.
Annabelle 2.0 hier. Teddy. What a huge teddy bear. Ja, der gefällt dir, wa? He's so big. I'll leave him there for now. Mhm. Mindestens hat sie Kuscheltiere. So, Kopfbedeckung. I'm still not sure what that's for. I wonder. Maybe if I have a closer look. No. No, I shouldn't. That thing seems dangerous. Maybe I should just leave it alone. Westen, du montierst es ab, bevor du in den Stuhl gehst. I'm still not sure what that's... I think that's a pr- okay. Stuhl. It is a very comfy chair. I would use it more if it wasn't for the scary-looking machine hanging above it. Ja, mindestens ist er gemütlich. So setz dich mal.